Guten Morgen, liebe Medienvertreter. Guten Morgen, liebe Zuschauer im Internet. Wir haben ein sehr heikles Thema heute aufgegriffen, wo wir diese Woche einen Antrag stellen werden. Und das ist das Thema Frieden statt Wehrpflicht. Viele haben es vielleicht eh für die Medien mitgekriegt, ne, dass der Salvini möchte wieder eine Wehrpflicht auf den italienischen Staatsweit ausweiten. Und natürlich würde es uns Südtiroler auch treffen. Jeder, der was mal das Militär gemacht hat, weiß, welche Diskriminierung im Militär stattgefunden hat. Besonders die deutsche Sprache ist teilweise verboten worden. Ich selber muss sagen, kann aus Erfahrung berichten. Ich war eine Zeit beim Militär, nicht, wo sie mir probiert haben, die deutsche Sprache zu verbieten, aber bei mir haben sie auf Granit gebissen und die Falschen erwischen. Ich weiß noch gut, damals war ich eine eigene Stelle eingerichtet gegen die Diskriminierung beim Militär, nicht, wo der damalige Abgeordnete Michael Leimer der Ansprechpartner gewesen ist, an dem, was ich mich damals angewandt habe. Nicht. Die Zeiten sollen in Südtirol Geschichte sein und deswegen sind wir gegen eine Einführung der Wehrpflicht in Südtirol, weil es auch schon einmal einen wirtschaftlichen Schaden anrichten hat und plus in einer Zeit, wo die Arbeitskräfte so händeringend gesucht werden und gebraucht werden in der Wirtschaft, ist es der falsche Zeitpunkt. Auch im Hinblick, wo in der Ukraine nicht weit von uns weg ein Konflikt und Krieg ist, glaube ich, ist es der falsche Zeitpunkt, über die Wehrpflicht zu diskutieren. Dankeschön. Und jetzt gebe ich das Wort an meinen Kollegen Sven Knoll weiter, der was eigentlich Näheres über unseren Antrag berichten wird. Ja, danke Hannes, einen schönen guten Morgen. Ja, es geht konkret, wie Hannes Rabensteiner schon gesagt hat, um dieses Vorhaben der italienischen Regierung. Es liegt ja jetzt ein Gesetzentwurf im italienischen Parlament vor, mit dem in Italien die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. 6 Monate für Männer und für Frauen. Und dazu sagen wir als Südtiroler Freiheit klar und deutlich Nein. Wir möchten nicht, dass jemals wieder ein Südtiroler dazu verpflichtet wird, für den italienischen Staat eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ein Staat, der junge Menschen an der Waffe ausbildet, möchte auch, dass diese jungen Menschen irgendwann die Waffe auch wieder benutzen. Und wir sehen derzeit in der Ukraine, wie schnell ein Krieg wieder vor der eigenen Haustür da sein kann. Und was das für Minderheiten bedeutet, das zeigen uns internationale Statistiken. Die Minderheiten sind immer die ersten Opfer. Wir haben das in Friedenszeiten schon erlebt. Es waren unglaubliche Vorkommnisse, die in Südtirol passiert sind, zu der Zeit, als es noch den Militärdienst verpflichtend in Südtirol gab. Es gab immer wieder Diskriminierungen. Junge Menschen sind teilweise bis in den Selbstmord getrieben worden. Es hat unglaubliche Vorfälle gegeben, es hat Beratungsstellen gegeben. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache, das ist schon richtig gesagt worden, ist komplett ignoriert worden, ist bekämpft worden. Und solche Zustände möchten wir einfach in Südtirol nicht. Es wird immer wieder das Argument vorgeführt, ja, da lernen junge Menschen Ordnung, da tun junge Menschen etwas für die Gesellschaft. Das mag für Italien zutreffen, aber sicher nicht für Südtirol. Unsere jungen Menschen in Südtirol leisten bereits unglaublich viel für die Gesellschaft. Sie sind in ehrenamtlichen Vereinen tätig, sind bei der Bergrettung, beim Weißen Kreuz, bei der Feuerwehr, in diversen anderen Traditionsvereinen, leisten also ganz viel bereits für die Gesellschaft und dürfen hier nicht für die Wahnvorstellungen eines italienischen Ministers, der das Land remilitarisieren möchte, hier missbraucht werden. Hinzu kommt natürlich der minderheitenpolitische Aspekt. Das ist höchst problematisch, wenn eine ethnische Minderheit wie die Südtiroler verpflichtet werden, für einen fremden Staat einen Treueeid abzulegen und im Notfall auch für diesen Staat zu kämpfen. Wir sehen und haben uns das bewusst auch angeschaut, wie das in anderen Regionen mit Minderheiten funktionieren kann. Beispielsweise in Israel gibt es ja auch Staatsbürger des Staates Israel, die aber arabischstämmig sind. Die sind vom Militärdienst ausgenommen. Es gibt Religionsgemeinschaften in anderen Staaten, die aus religiösen Gründen nicht teilnehmen müssen am Militärdienst. Wir haben die Färöerinseln. Auch dort sind die Bürger nicht verpflichtet, am staatlichen Militärdienst teilzunehmen.
Und deswegen bringen wir diese Woche einen Begehrensantrag hier im Landtag zur Abstimmung, mit dem sich der Südtiroler Landtag zum einen einmal klar und deutlich gegen die Wiedereinführung des Militärdienstes in Südtirol ausspricht. Hannes Rabensteiner hat schon einige gewichtige Gründe genannt. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, eine Remilitarisierung würde beispielsweise auch bedeuten, dass es in Südtirol neue Kasernen bräuchte. Wo sollten die Soldaten untergebracht werden? Wir haben gerade jetzt erst Tauschgeschäfte gemacht, wo eben aufgelassene Kasernen sozusagen ans Land übergegangen sind. Wir bräuchten neue Infrastrukturen, wir bräuchten neue Truppenübungsplätze. All das braucht Südtirol einfach nicht. Sollte Italien dennoch auf eine Wiedereinführung des Militärdienstes bestehen, fordern wir, dass die Landesregierung mit der italienischen Regierung und wenn es notwendig ist, auch mit der österreichischen Regierung in Verhandlungen tritt, damit eine Sonderregelung für Südtirol erwirkt wird, damit eben kein Südtiroler, der das nicht möchte, wer freiwillig zum Militärdienst gehen möchte, kann das ja auch bereits heute, aber wer das nicht möchte, dass man nicht verpflichtet wird, die Waffe für den italienischen Staat in die Hand zu nehmen. Unsere Botschaft ist klar, kein Soldat für diesen Staat. Dafür setzen wir uns ein und dafür bringen wir diese Woche hier im Südtiroler Landtag einen Antrag zur Abstimmung.